In der Ukraine wird es zwischen dem Jahreswechsel und dem orthodoxen Weihnachtsfest keine Waffenruhe geben. Das hat das ukrainische Militär bestätigt, nachdem Moskau schon gestern eine Kriegspause ausgeschlossen hatte. Menschenrechtler warnen vor einer humanitären Notlage in der Ukraine, sollten die russischen Luftangriffe auf die zentrale Infrastruktur weitergehen. In der Ostukraine melden unterdessen die russischen Besatzer Angriffe auf die von ihnen kontrollierte Stadt Donetsk. Die ukrainischen Streitkräfte haben Donetsk unter Beschuss genommen. Die Stadt ist von Russland besetzt. Rund 40 Raketen sollen im Zentrum eingeschlagen sein. Die Aufnahmen stammen von der pro-russischen Regionalverwaltung. Sie spricht von einem Kriegsverbrechen. In Kiew sind dagegen wieder russische Drohnen niedergegangen. Nach Untersuchung des ukrainischen Militärs wurde das entscheidende Know-how nicht in Russland hergestellt. Eine Waffenruhe über die Weihnachtsfeiertage streben beide Seiten nicht an. Ich denke, es wird erst dann einen vollständigen Waffenstillstand geben, wenn kein einziger Besatzer mehr auf unserem Land ist. Im kürzlich befreiten Cherson will man Folterkammern gefunden haben. Dort sollen die russischen Besatzer auch Kinder misshandelt haben. Wir haben nicht nur Berichte über Folterungen aufgezeichnet, sondern auch darüber, dass die Kinder kein Wasser bekamen, sondern nur jeden zweiten Tag Wasser, dass sie praktisch nichts zu essen bekamen, dass psychologischer Druck ausgeübt wurde und dass sie sagten, ihre Eltern hätten sie verlassen und würden nicht zurückkommen. Eine Reaktion aus Moskau gab es dazu nicht. Stattdessen optimistische Wirtschaftsprognosen. Die Exporte in die Europäische Union haben sich laut Präsident Putin nämlich trotz der verhängten Sanktionen in den ersten 9 Monaten dieses Jahres mehr als verdoppelt. Trotzdem wolle er sein Gas nun verstärkt nach Osten verkaufen. Wir werden uns nach anderen, vielversprechenderen Partnern in den wachstumsstarken Regionen der Weltwirtschaft umsehen. Das sind Asien, der Nahe Osten, Lateinamerika und Afrika. Wir werden den Export russischer Energieressourcen auf die Märkte befreundeter Staaten umlenken. Eiskalter Patriotismus auch auf dem zentralen Platz von Chita. Die Stadt in Südostsibirien hat vor dem Neujahrsfest Eisskulpturen russischer Soldaten aufgestellt. Festivitäten sind abgesagt. Stattdessen will man mit dem Geld Soldaten und ihre Familien unterstützen. Mit unserem Korrespondenten Juri Rischeto wollen wir heute näher auf Russland schauen. Juri, wir haben gerade am Ende des Beitrags patriotische Bilder aus Russland gesehen. Aber nach Angaben britischer Geheimdienste soll die Antikriegsstimmung in Russland zunehmen. Kannst du das bestätigen? Das ist auch genau das, was ich höre, auch von zahlreichen Freunden, Bekannten, sehr, sehr vielen Quellen in Russland, dass die Stimmung in der Tat zumindest anfängt zu kippen. Es gibt deutlich weniger Unterstützer der Politik von Putin und auch seiner Kriegspolitik. Wir haben gerade den Tannenbaum in Chita gesehen, in Sibirien, aber es gibt auch einen anderen Tannenbaum, zum Beispiel in Tver. Da wurde er aufgestellt, mitten in der Stadt, und da gab es eine selbstgebastelte Girlande, also aus Papier, mit Fotos der Kriegsgegner, prominenten Kriegsgegner, allen voran der russischen Popsängerin Alla Pugacheva. Auch das gibt es natürlich, wurde es wieder abgehängt. Aber noch einmal, immer wieder solche Aktionen zeigen, dass die Stimmung in Russland in der Tat gegen den Krieg wird. Vor kurzem wurde ja bekannt, dass Wladimir Putin seine große Jahrespressekonferenz nicht abhalten wird. Und das zum ersten Mal seit 10 Jahren. Was steckt dahinter? Das ist schon ein sehr, sehr wichtiges, also oder eine Geste oder eine symbolische Akt, sage ich mal so. Denn Putin hat ja seit 2001 jedes Jahr diese Jahrespressekonferenz abgehalten, ausgenommen die Zeit, wo er Premierminister, also Ministerpräsident war und nicht Präsident. Und das war eigentlich so eine Art Höhepunkt, wo er auch immer sich als großer Präsident eines großen Landes aufgespielt hat, wo er wirklich auch alle Fragen, egal, dass die vorbereitet waren oder schon abgesprochen, trotzdem aber gekontert hat. Und für ihn war das schon ein ganz, ganz wichtiges Ding. Wir haben auch aus der russischen Presse erfahren, dass bis zuletzt die Absage nicht im Raum stand, dass das doch eine relativ kurzzeitige Entwicklung war. Anscheinend gibt es dann doch viel zu viele Fragen an Putin, die er vielleicht nicht mehr ganz beantworten kann. Allen voran nach den Kriegszielen, die immer diffuser werden, denn die sogenannte Entnazifizierung, also Beseitigung der Führung in Kiew und der, der Staatsführung in Kiew, das ist ja nicht gelungen. Und die Russen haben auch keine besonderen Erfolge an der Front zu vermelden. Das alles also hat anscheinend dazu geführt, dass Putin diese Jahrespressekonferenz abgesagt hat.
Das russische Außenministerium hat die USA heute vor einer möglichen Lieferung des Flugabwehrraketensystems Patriot gewarnt. Was würde das für die russische Kriegsstrategie bedeuten, falls es tatsächlich zu einer Lieferung an die Ukraine kommt? Also erstens sind das nur Gerüchte, dass die USA das wohl freigeben wollen. Das wissen wir noch nicht. Aber wenn es dazu kommt, dann ist es schwierig zu sagen, ob es tatsächlich die russische Kriegsstrategie verändern kann. Denn die Russen haben bereits gewarnt, das wäre eine rote Linie, die überschritten werden würde. Und dann wären diese Raketensysteme wohl ein legitimes Ziel für die Russen. Allerdings haben die schon früher auch schon von anderen roten Linien gesprochen. HIMARS war dieses andere Artilleriesystem, das amerikanische, das auch eine rote Linie war. Und überhaupt vor dem Krieg war es ja auch eine rote Linie oder ein Tabu, überhaupt Waffen an die Ukraine zu liefern. Nichts ist passiert, keine große Reaktion aus Moskau ist passiert. Und es ist auch hier die Frage, ob die Russen überhaupt militärisch in der Lage sind, adäquat darauf zu reagieren. Dieses Patriot-System ist ein hochkomplexes Ding. Da sind mehrere hundert Leute daran beteiligt. Es müssen Spezialisten ausgebildet werden, die das bedienen können. Sollte es aber dazu kommen, wäre es natürlich schon für die Russen ein schwer zu knackendes Gerät. Juri Rischetto, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne.